Alexander, hallo, das ist der Phishing Day von Blue Orange Test für euch. Alter ab 5, wenn ich ehrlich bin, ist eher 3 bis 5, weil das ist nicht wirklich so schwierig am Anfang. Ihr könnt es aber schwierig machen. Und zwar, ich sag's euch mal, so ist, ihr habt da diese Rettungsreifen, Rettungsringe, genau. Und mit den Rettungsringen müsst ihr halt dann entsprechende Figuren halt hier rausziehen. Jetzt ist das wird nicht nacheinander gespielt, sondern natürlich spielt ihr das Ganze auch dann miteinander. Und es kann natürlich auch sein, dass irgendwie jemand dann halt auch diese gelbe Ende da fertig basteln muss. Und zwar, ihr habt halt hier verschiedene Karten, die heißt dann, du darfst es nicht ziehen. Und die heißt dann, genau, und da musst du sowas wählen. Und zwar, das heißt, irgendetwas Oranges musst du rausfischen, irgendetwas Grünes musst du rausfischen und das muss auf jeden Fall ein Fisch sein, egal welche Farbe drin, und das muss auf jeden Fall halt ein Frosch sein, genau. Und diese Karten, die halt hier abgebildet sind, die müsst ihr nachbauen und ich spiele es natürlich gegeneinander, ich kann es ja miteinander spielen. Ganz einfaches Spielprinzip, ist nicht eins von meinen Favoriten da drin, muss aber sagen, es ist super schön kurzweilig, eignet sich eigentlich ganz gut von 3 bis 5, so ungefähr in die Richtung. Darüber hinaus würde ich sagen, ist es ein bisschen kurzweilig. Ist jetzt nicht so geil wie zum Beispiel dieses eine Zoospiel, wo diese, was ich schon mal vorgestellt habe. Genau. Aber das ist ein ganz einfaches, simples Spiel. Genau, 10 Minuten lang auch, 10 Minuten Spielzeit da drin. Hat so ein bisschen was wie Fische angeln mit dem Magnet da drin. So erinnert mich so ein bisschen daran, um halt diese Plättchen da halt voll zu machen. Genau. Das war der Phishing Day von Blue Orange Test für euch. Ciao, ciao und bye.